Also, Herr Kranz, Sie haben es zwar nicht ganz geschafft. Was sagen Sie zu dem Erfolg? Wie geht es Ihnen damit? Mir geht es sehr gut dabei. Ich meine, es ist so, wie ich sie öfter schon gesehen habe, da wo wir reingegangen sind, es wäre eine Sensation gewesen. Es sind Voraussagen ist da so gewesen. Aber ich möchte an dieser Stelle einfach sagen, es ist ein grosses Erlebnis gewesen und es ist ein grosser Erfolg, dass wir auf 39,5% im zweiten Wahlgang hinkommen. Genau. Und ich möchte an dieser Stelle zuerst einmal natürlich dem Tino recht herzlich gratulieren und an zweiter Stelle allen, die uns unterstützt haben, wo wir die Stimme haben, für die tollen Gespräche, für die tolle Unterstützung, die ich erfahren habe in den letzten Monaten, einfach ein ganz recht herzliches Dankeschön sagen. Mhm. Ich glaube, wir haben etwas gesagt, wir sind von null irgendwo hingegangen, haben den Mut gesagt, wir möchten was probieren und ich glaube, es soll eine Motivation für viele andere Leute sein, schlussendlich. Wenn ihr etwas verändern wollt, probieren Sie, fangen Sie an und man kommt Schritt für Schritt, kommt man vorwärts. Jetzt nach dem ersten Wahlgang hat der Dino Quader zwar einen grossen Vorsprung gehabt, trotzdem jetzt geheißen, die Karten werden nochmal neu gemischt. Was haben Sie das Gefühl, was war jetzt schlussendlich der Ausschlaggebend gewesen, dass es doch nicht gereicht hat für Sie? Es ist natürlich schwierig zu sagen. Ich meine, Sie sind eine renommierte Partei seit über 100 Jahren. Wir sind jetzt knapp ein halbes Jahr alt. Wir haben natürlich nicht eine Basis, wo man bei etwas aufbauen muss. Wir sind so ein kleines Team gewesen, das mit neuen Ideen kam, in einen Wahlkampf hingehen, wo wir selber unsere Flyer gemacht haben, wo wir selber... Das ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage. Und die renommierte Partei und so weiter sind mehr da noch nicht. Aber was je für jeder der Grund war, wieso dass er was gewählt hat, kann man an dieser Stelle natürlich nicht sagen. Mhm. Wohl, und wie geht es jetzt für Sie weiter? Werden Sie weiterhin politisch aktiv sein? Wie sehen Sie Ihre Zukunft? Ich habe das Leben lang irgendwo für diese Gesellschaft, für meine Heimat, wo ich da bin, irgendwo etwas gemacht. Früher in anderen Funktionen. Jetzt hat man das probiert, jetzt heute hat man das einmal gemütlich ausklingen lassen. Jetzt natürlich mit Spannung warten, noch, wie die Resultate von der Gemeinsräte sind. Ich glaube, es ist auch ganz spannend, wie ist nachher die Zusammensetzung. Und nachher schauen wir dann ab den nächsten Tag wieder weiter, schauen, was passiert. Okay, danke vielmals fürs Gespräch. Und schönen Nachmittag noch. Danke.